Okay, es geht jetzt weiter, aber ich habe nicht mehr viel Ammo. Na ja, klar, diese Bullenarschlöcher, die haben es natürlich wieder mitgekriegt. Und jetzt kommt nämlich, glaube ich, dieser totale Mist. Der Mist, der einfach nicht geht. Leider ist es jetzt nämlich auch wirklich so. Ja toll, wieso bist denn du am Anfang im Auto? Ich hab gedacht, ich müsste einsteigen. Geh doch aus dem Weg! Ja, jetzt kommt der Totalblödsinn. Da kann man nur beten, dass man das schafft. Ja, toll, wieso starte ich denn jetzt auf einmal natürlich nicht auf dem Motorrad, du Bastard? Ja, schieß doch! Vor allem der Smog ist viel zu blöd, um zu treffen. Und ursprünglich war es nämlich so gedacht, dass man dann ein Paket von den Typen kriegt, das man irgendwo hinbringen muss. Aber leider hat man das rausgenommen. Ach so, genau. Und jetzt fällt mir nämlich vor allem auch was wieder ein, dass ich eigentlich schon in Teil 3, also im dritten Video, sagen wollte, dass ich nämlich kein Hot Coffee Mod drauf habe. Nämlich normalerweise wird man wahrscheinlich davon ausgehen, dass jeder das drauf hat, aber ich nicht. Weil es nämlich eh nicht richtig funktioniert. In diesem komischen Rumgewackel, wo keiner weiß, was man machen soll. Wir können jetzt eigentlich auch gleich weitermachen, aber ich speichere lieber erstmal. Boah, du alter Bastard, ey. Er kann schon wieder nicht mehr rennen. Kann ja ständig nicht rennen. Ja, dieser Arschlochbullen. So, jetzt aber.
Was? Oh nein, ohne ausreichend Ammo werde ich das ja niemals schaffen, was jetzt kommt. Da habe ich ja gar keine Chance. Family's coming back, ballers pushing base, rushing cash with nothing to lose about the bust of ass. Tja, das wird nix, fürchte ich. CJ, get in here! Es sei denn, man kriegt hier Ammo. Ja, aber viel zu wenig. Was? Oh nein, ich bin sowieso schon so gut wie tot. CJ, take the right and cover my ass! Keep it up, baby! That's my dog, making y'all pay! Das wohl, das war's. Ja, ich habe wenigstens noch einen abgeknallt. Was riecht man da so eine Gurkenwaffe, ey? Dann kann man's ja überhaupt nicht schaffen mit sowas luschen. Ja, na klar, jetzt werde ich gleich nochmal abgerattert. Hör sofort auf mich zu schießen! Bahn frei! Bring ich halt mal den Unsinn hier hinter mich, oder zumindest versuche ich's. Ja toll! Wieso nehmt ihr mir denn mein Auto weg? Ihr seid ja Mofos. Was? Ey, wieso bin ich denn jetzt auf einmal falsch gefahren? Der Weg war doch richtig. WTF, das blöde Auto hat irgendwen berührt. Ey, das war nicht ich, das war das Auto. Ich bin unschuldig. Was für ein Blödsinn, ey. Muss ich schnell machen, damit ich die Mission überhaupt nochmal starten darf. Was sind die aber auch zu blöd, um einfach einem Auto auszuweichen. Man sieht doch, dass da jetzt ein Auto kommt. Ey, ihr Bitches, warum nehmt ihr mir immer mein Auto weg? Ich halte das blöde Auto ab, damit es keinen killen kann. So ein Blödsinn. Und dieses total tolle Minispiel, auf das ich überhaupt keine Lust habe.
for sure. Let's see what you got. Ach so, ich hoffe mal, dass ich keinen Content treffe, krieg wegen dem Lied. Aber das kann ich ja nicht einfach ausschalten. You must have taken lessons. Vor allem dieses Gelaber die ganze Zeit. Bei jedem Move, den man ausführt. You're not a bad dancer. You've done this before. Those are some killer moves. Trying to learn us little? Ach so, man muss eine Mindestpunktzahl erreichen, oder? Das muss man erstmal schaffen. Checking you out, man. You're a pretty good dancer. Those were some new moves. Like, awesome. Give me some of that. Do it, baby, do it. You're getting the hang of this, honey? Rock and roll! Trying to give me some competition? Hey, wie lange geht denn das noch? You dance great! I gotta admit, this guy's got it. Nice moves, baby. Boah, aber ich glaube, das so viele Punkte habe ich schon lange nicht mehr gehabt. I lead the way. Tuk Tuk! Fang mich doch, ihr alten Löcher! Fahr doch, du blödes Teil! Fahr doch! Na endlich! Jetzt fahr doch endlich mal zu! Boah, fährt der langsam! Das ist ja nicht zum Aushalten. Dieser Alarmarsch, wenn. Der ist schon so ein super langsamen Wenn, der überhaupt nichts taugt. Boah, das hat jetzt gedauert. Da werde ich dann gleich nochmal schauen, wie lange das Video schon geht. Na klar, ihr Verrückten. Hier sind riesengroße Gebiete vergiftet, in denen man erst dauernd mit Kugeln empfangen wird.
ein oder zwei Missionen können noch da jetzt erstmal in diesem Video kommen. Aber ich muss auch auf den Speicherplatz achten, dass der nicht alle geht. Ah, was suchen die denn hier? Und man weiß, dass werde ich diese nervige Mission mit den Russen nicht schaffen, weil ich nämlich keine richtige Knarre habe. Das ist nämlich ein Problem. Also ich nicht genug Ammo für meine Knarre hab. Außerdem ist es nämlich in diesem Spiel so, dass wenn man keine Knarre hat, dann hat man verloren. Vielleicht kann ich mir hier ein bisschen hochfarmen. Immerhin, das waren 60 Schuss. Drüben ist noch einer mit einer Knarre. Komm. Mach frei. Jetzt komm ich. So, das ist eine Schrotbombe, die ich eh nicht brauche. Auto her! Der und sein Gurkenmobil. Mit dem sein Gurkenmobil geht so richtig auf die Nerven. Ja, nein, der Gelbe da vorne ist ja ganz schnell. Ey du, gleich hab ich dich aber. Nämlich im Grunde genommen ist dieses Rennen einfach, aber die letzte Kurve vor dem Ziel, da kann es leicht mal passieren, dass man da hängen bleibt. War's gerade mal 1000? Und da ist ja einer von den anderen. Der ist so blöd und ist ins Wasser gefallen. Der ist ja schlecht, ey. Geh doch aus dem Weg, du!
Bahn frei! Ey, kannst du nicht fahren? Geh sofort nach rechts! Jetzt ist mir nämlich zu blöd. Alles erledigt. Hier hat Neftopfer erledigt. Gib die Knarren her. Und zwar jetzt. Ja, ich hab ganz viel M4-Ammo. Aber was ich wirklich mal bräuchte, wäre Kohle. Mausbug! Okay, jetzt ist das Video aber schon ganz schön lang. Also ist es jetzt zu Ende.